hatte es dieser Utopist, der er in Wahrheit war, vermocht, ein paar hundert Leute in Europa zur Gründung dieser Gesellschaft zu bewegen. Doch da er kein Geschäftsmann war, hatte er den Finanzbedarf unterschätzt. Die Förderung kam niemals richtig in Gang. Nur selten legte an dem langen Holzsteg ein Dampfer an, um Kohle zu laden. Schließlich liefen die chinesischen Arbeiter davon. Kein Schiff ließ sich mehr blicken. Heist saß allein auf der tropischen Insel, inmitten seiner Bilder, Bücher und Möbel, die er aus seiner Heimat Schweden hatte kommen lassen. Sein einziger Nachbar war ein Vulkan auf der Nachbarinsel, der ihm im Dunkel der Nacht gewissermaßen Gesellschaft leistete und seinen glutroten Schein bis zu den Sternen hochsteigen ließ. In Surabaya, wohin Heist auf einem malaiischen Segelschiff gereist war, vielleicht um neue, günstigere Nachrichten zu erfahren, nannte man ihn einen echten Gentleman, wie sie eigentlich längst ausgestorben sind, aber auch einen Träumer. Nur Schomberg, in dessen Hotel er logierte, wollte ihm übel. Ohne dass Heist das wusste, ja ohne dass überhaupt jemand ahnte, was dieser deutsche Hotelier mit dem Gehaber eines wilhelminischen Leutnants an Antipathien gegen diesen alten Schweden zusammengetragen haben mochte. Meine Herren, ich weiß wirklich nicht, warum dieser aufgeblasene Bursche ausgerechnet bei mir abgestiegen ist. Mein Haus mit seiner überall gelobten deutschen Gemütlichkeit, das ist ihm wohl nicht vornehm genug. Er hat sich das überall rumgesprochen. Man kennt sie doch im ganzen Archipel. Da hat man nun diese Konzerte arrangiert, meine Herren, um Ihnen, fern der Heimat, etwas von unserer europäischen Kultur zu bieten. Bedenken Sie doch bitte in Niederländisch-Indien die neuesten Melodien des Wiener Walzerkönigs. Klassisches wie Dichter und Bauer von Suppé. Was meinen Sie, was ich San Giacomo garantieren muss, damit er auf seiner orientalischen Tournee von Neuseeland nach Hongkong hier ein paar Wochen gastiert? Ne? Denn nun raten Sie doch mal. Wer der Summe am nächsten kommt, dem gebe ich einen Whisky aus. Und, meine Herren, bevor Sie antworten, bedenken Sie bitte. 18 Künstlerinnen, die ihr auserlesenes Repertoire vor den verschiedensten Exzellenzen der Kolonien, sogar vor seiner Hoheit, dem Sultan von Makassar, gespielt haben. Ha? Ne? Wie bitte? Jawohl, 100 Gulden die Woche. Und meinen Sie, dieser Gentleman mit seinem ironischen Grinsen habe auch nur einmal geruht, sich ein Stück anzuhören? Heute hat er sich gerade herbeigelassen, in der Pause aufzukreuzen. Also da muss man ja denken, er mit seinem Schwindelunternehmen. Bitte, 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 bitte sagen Sie es ruhig weiter. Das ist meine Meinung über den Bankrott der TSG. Wo man hinter vorgehaltener Hand ja schon flüstert.